Hallo zusammen, Opti hier mit einer weiteren Runde Shroud of the Avatar. Wir sind in der Pre-Alpha und zwar diesmal schon 45. Genau, letztes Update war am 1.9. Wie wir es hier oben sehen. Das letzte Video stammt noch von Release 44. Und wir sind hier gerade auf der Weltkarte, ja, auf der Übersichtsmap von Novia. Das ist ja die Welt von Shroud of the Avatar. Und sind bereits ein Stückchen gereist von unserem beschaulichen Heimatörtchen zur Hauptstadt Brittany. Und zwar nicht um eine Brittany-Tour zu machen, das werden wir in einem der Videos noch tun, sondern wir hatten ja davon gesprochen, dass ich euch das Crafting zeigen möchte. Was braucht man fürs Craften? Natürlich massenweise Ressourcen, die man sich entweder selber zusammensuchen kann, indem man in Gebiete geht und da Holz hackt, Wolle erntet, also Baumwolle, Tiere erlegt, ja, um die zu häuten und so weiter. Aber man kann das Ganze natürlich auch für Geld kaufen und einen Spot möchte ich euch zeigen, der bereits sehr, 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 sehr alt ist. Also ich glaube mit Release, ja, also auf jeden Fall schon mit Release 8, wenn nicht sogar schon vor Release 8 konnte man den bereits nutzen. Und zwar hat das Spiel ja nicht mit dieser großen Karte bereits angefangen in der Pre-Alpha, sondern mit einem ganz kleinen Ort, The Hidden Whale. Und der Ort hieß Kingsport und da möchte ich mit euch gemeinsam hin und zur Hidden Whale kommt man über dieses Schiff bei Brittany. Brittany selber liegt im Norden, das heißt, wenn wir in die Richtung schauen, von da hinten irgendwo kamen wir her, ja, da sind wir hergelaufen, haben uns auch durch eine Zone durchgekämpft. Also man kann nicht komplett einfach so unbeschadet durchlaufen, muss durch eine Kampfzone auch gehen hier hinten und sind jetzt hier angelangt und jetzt geht's mit euch nach Hidden Whale. So, so sollte es zumindest, vielleicht ein bisschen näher ran. Herzala. Das war jetzt gut. Klick, geht nicht. Warte und warte und warte. Naja. Okay. Gut, früher konnte man von Adoris aus dorthin gelangen. Adoris, die Stadt habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist ein japanisch angehauchtes Venedig. Und früher konnte man von dort aus hier hingelangen. Inzwischen geht das nur noch von der Hauptstadt Brittany aus und wir sind angekommen in Kingsport und auf der kleinen Insel. Hier gibt es auch einiges zu erleben und tatsächlich ist der in Anführungsstrichen Mini-Dungeon gar nicht in Kingsport selbst, sondern in dem ersten Ort überhaupt. Das war nämlich nicht Kingsport, sondern Old's Head. Der ist hier oben. Das war, glaube ich, der allererste Ort mit Release 3. Die ganz alten Videos, ich müsste nochmal rauskramen. Vielleicht mache ich da mal einen Mitschnitt. Ich habe so einen Zusammenschnitt. Ich habe auf jeden Fall noch die Release 3. Ewig ist es her. Videos noch da. So, schön mit dem Vulkan hier. Und Old's Head schauen wir uns jetzt mal an. Und wenn der Dungeon das Verlies, wenn das Verlies noch so ist, wie es damals war, dann ist das für euch und für uns alle eine wunderbare Möglichkeit, relativ kurz an viel Geld zu kommen, weil man eben kein hohes Level braucht. Das heißt, man muss nur durch eine etwas kritischere Zone durch, wenn man über Novia, über die Overworld Map läuft, um dorthin zu kommen, ja, so auf die Weltkarte. Und wenn man die
durchquert hat, dann ist man auch schon fix dort und kann dann wirklich auch mit Anführungsstrichen relativ schlechtem Equipment und einem Low Level, so wie ich es ja bin, ich bin jetzt nicht gerade stark gelevelt etc. Das kann man sich hier auch mal anschauen über den Character Sheet. Ja, Stärke 22, Agility, also Dexterity 24 und Intelligenz gerade mal 16. Damage Resist habe ich 10. Omnidance habe ich gar nichts. Health 220, ja. Also man sieht schon, das ist nicht so prickelnd, aber willkommen in Old Head. Und wie ich sehe, hat sich hier auch schon wieder einiges geändert. Was ist das denn hier? Da geht's zu einem Festival. Mit diesem kleinen Luftballon. Vielleicht probiere ich das mal kurz aus. Ich zeige euch auf jeden Fall noch hier diesen Teleport. Der geht jetzt so. Warte mal, das wechselt immer wieder, wo der hingeht. Brookside und dann warte mal eine halbe Minute, ist es irgendwo anders, also der teleportiert uns, also so war es damals zumindest, war schon lange, lange viele Releases nicht mehr hier, der teleportiert uns immer wieder woanders hin, ist eine möglich, schöne Möglichkeit schnell zu reisen. Also hier sehen wir die Spielerhäuser, auch ganz schön gemacht hier. Ja, so, wir werden uns jetzt erstmal den Dungeon anschauen. Den Dungeon besuchen wir auf jeden Fall. Und dann können wir sehen, was es da mit diesem Festival auf sich hat. So. Release 3, ich denke, das gibt es jetzt hier überall nicht mehr. Da gab es hier auch noch so kleine versteckte Truhen, die irgendwo rumstanden. Da haben wir da ein paar Items bekommen. Ja, das war schon lustig gemacht. Alright. So, das ist es. Old Head. Den Schafen, gib mir aus dem Weg. Ich muss da durch. So. Jetzt sind wir hier schon mittendrin. Laufen hier mal eben durch. Hier gibt es noch einen Behändler. Da steht eine Kuh. Die steht da auch schon ewig, wenn ich mich nicht täusche. Hier gibt es ein paar Crafting Stations. Ja, also vielleicht werde ich unser nächstes Video auch gleich hier drehen. Um Crafting Station. Der Crafting Station von Old Head. Und hier gibt es dann eben einen Verkäufer. Ah, das ist ein Public Vendor. Das bedeutet, jetzt habe ich es gerade gecheckt, das bedeutet, der kauft, verkauft Sachen, die die Spieler anbieten. Was ich persönlich sehr gut finde, aber teilweise sind die Preise auch total übertrieben. Also hier eine Recall Scroll, die braucht ihr, wenn ihr beispielsweise ein Haus habt, dann könnt ihr mit so einer Recall Scroll euch zu eurem Haus zurück teleportieren. Ich glaube, es muss nicht mal das eigene Haus sein, man kann auch andere Spots verankern, aber soweit mir bekannt jeweils eben immer nur einer, und dann würde man damit dahin kommen, aber 10 Stück für 1200. Weiß nicht, ob das jetzt günstig ist oder teuer. Hier gibt es auch noch eine kleine Taverne, eine für alle Spieler der ersten Stunde extrem bekannte Taverne, die Fire Lotus Tavern. Müsste benannt sein nach der Community Managerin. Hieß sie nicht auch Fire Lotus oder nur Lotus oder irgendwie sowas?
Okay, wollte ich euch nur kurz zeigen. Auf geht's. So, der hat gerade noch gerufen, ich soll mit irgendeinem Captain der Wache sprechen. Möglicherweise hätte er eine Quest für mich. Hier ist jetzt ganz lustig, weil hier sind jetzt auch wieder Spielerhäuser. Und da vorne ist nochmal ein kleiner Markt. Das sind aber NPCs, das heißt, das ist hier so ein geteiltes Areal. Und naja, schaut schon ganz gut aus, ne? Ist auch eins meiner Lieblingshäuser von der Machart her. In Ultima Online gab es diesen Grundriss auch schon. Und da fand ich den auch schon Weltklasse. Das ist richtig gut. Also so ein leichtes L-Form mit hier so einem langgezogenen Balkon. Das gefällt mir sehr gut. So, hier sind die NPCs. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt mal kurz noch schaue, ob ich zu diesem Captain der Wache komme. So, wie man ich dem dann sagen soll oder was der für mich zu sagen hat. So, jetzt haben wir es geschafft. Da ist der Guard Officer und ein Trainer. So, jetzt geben wir mal ein, entweder Job oder Help. Und dann sagt er uns in der Regel, ob wir hier irgendwas machen können. So, Ruins of Ravensmoor. Dire Need. So, jetzt haben wir eine Quest von ihm bekommen. Also ihr merkt schon, ich klicke mich hier mehr oder weniger einfach nur durch. Ich kann die dann später ja auch nachlesen, ja, was das hier für ein Task tatsächlich war. Aber so wie ich es gelesen habe, es hat auf jeden Fall schon mal nichts mit dem Verlies zu tun, wo ich jetzt hin will. Da gibt es auch eine Quest. Die hat damals nicht funktioniert, bei mir nicht funktioniert. Und zwar vermisst eine Verkäuferin vom Dorf unten, vermisst ihren Freund oder Ehemann und der ist im Verlies drin versteckt. Und wir machen mal Folgendes, wir nehmen uns die paar Sekunden Zeit. Yeah, springen hier mal schön runter. Wow, okay. Und schauen, ob es diese Quest noch gibt. Das habe ich vorhin in einem Video auch geflucht, dass mir das Schattenspiel beziehungsweise hier das manchmal hier nicht so gefällt. Das Video selber werde ich aber wohl nicht hochladen. So, Dymyra. Die hatte zumindest damals eine normale Verkäuferin. Hatte die eine Quest für uns? Die Frage ist, wie jetzt wir mit der chatten können. Wie komme ich jetzt hier auf die Myra? Ich habe im ersten Video gezeigt, dass man hier über die Optionen das ausschalten kann, aber ich bin jetzt tatsächlich auch, habe jetzt aber auch tatsächlich Probleme damit, mit ihnen eine Konversation anzufangen. Das heißt, ich schalte es jetzt einfach mal wieder aus. So, jetzt. Und jetzt geben wir ein Help. Can you ask for help in form of a question? Could I help you? No chance, I'm just browsing this. Job. Bup, 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 bup,
Boyfriend. Frozen. Clank. Clank, okay. Also offensichtlich, weiß auch nicht genau, aber kann ich jetzt hier mit ihr keine Interaktion eingehen, die jetzt dazu führen würde, dass das hier eine Quest startet. Aber die hatte früher eben, wie gesagt, einen Freund, Verlobten und was auch immer im Gefängnis. Und man soll den da irgendwie rausholen oder jemanden überzeugen, ihn freizulassen. Tatsächlich, wenn man ihn gefunden hat, wollte er aber, dass man ihn umbringt. So, na gut, aber diese Quest oder Questreihe konnte ich jetzt leider nicht starten. Damals war es eine einzige Quest. Deswegen, wie versprochen, werden wir jetzt einfach mal so die Klink besuchen. Doppelklick auf die Tür. Das ist so der erste in Anführungsstrichen Dungeon, den man relativ gut alleine meistern kann und relativ viel Geld rausholen kann. Es gibt dann noch einen in Kingsport selbst. Die, wie hieß es denn? Na, jetzt komme ich doch da glatt nicht. Deceivers, die Kanalisation ist das. Die kann man auch noch machen. Die ist etwas schwieriger und die hatte zumindest damals auch eine direkte Verbindung zu einem großen Dungeon. Da habe ich aber auch eine hier zur Necropolis hatte sie zumindest damals eine Verbindung. Das noch so ist, das weiß ich nicht. Da hat sich ja so unglaublich viel geändert. Okay, jetzt sind wir in The Clink. So. Toi. Da liegt einer rum. Hier haben wir doch einfach mal das Geld. Was soll's? Was soll der Geiz? So. Nur hier auf die Wände aufpassen. Es gibt hier nämlich so. Oh, liegen hier tote Leute rum überall. Ich verstehe es gar nicht. So, jetzt sind wir hier in so einer Art Gefangenenwerkstatt. Tatsächlich will ich hier durch. Kann einfach durchlaufen, aber ich komme hier wohl nicht rein. Ah, jetzt weiß ich auch. Man kriegt die Tür auf, aber deswegen gehe ich auch immer den anderen Weg. Weil man die von hier aufmachen muss. So. Na. Jetzt öffnen wir nicht. Oh, jetzt fix. Etwas tricky, ich weiß nämlich nicht, welcher das ist, der das denn hier aufmacht. Aber jetzt loopen wir die zwei hier nochmal, so viel Zeit muss sein. Soll später übrigens auch mal auf einen Einfluss darauf haben, wie die NPCs mit einem reden, ob man in der Nähe etwas. Ist immer noch nicht offen. Ob man in der Nähe etwas lootet. Das finde ich auch ganz spannend. So Leichenfledererei ist da nicht gerne gesehen. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind durch. Wir sind da. So, machen wir hier mal Licht. So, und hier ist jetzt spannend. Noch muss man ja nicht kämpfen. Aber hier irgendwo gibt es auch schon mal gleich. Und das zeige ich euch gerne. Wenn es noch so ist, wie es damals war. Hier, seht ihr das?
Das ist eine Geheimtür. Zumindest mal gewesen. Jetzt müssen wir hier den richtigen Stein finden, den man da auch noch zufällig anklicken kann, wenn sie das nicht ausgebaut haben. Damals ist der nämlich auch nicht aufgeleuchtet, wenn ich mich nicht täusche. Nope. Das Ding ist nicht mehr aktiv. Leuchtet nichts auf, da lässt sich nichts drücken. Der hier ist es auch nicht. Okay, das ist natürlich extrem schade. Der, glaube ich, war es, aber da geht nichts. Okay. Aber weiter, es gibt hier trotzdem... Kann sich hier trotzdem lohnen. So, jetzt müssen wir erstmal gegen diesen Kobold hier kämpfen. Und zum Start ist der sogar gar nicht so schwach, ja. Also wenn man nicht gut ausgerüstet ist, machen die Viecher ordentlich Damage. So. Und ich frage mich, warum eigentlich mein Auto-Shot nicht aktiv ist. Hier, Auto-Attack jetzt. So. Ah. Ah, so muss das sein. Okay. Hier schon mal eine kleine Warnung an alle. Nach Möglichkeit, wenn ihr Mage seid, hier nicht neben der Wache kämpfen und irgendwelche Area of Effect. Was war denn hier nochmal? Hier war, glaube ich, nichts. Keine Area of Effect Zauber nutzen, weil damit beschädigt ihr auch die Wache, also greift die Wache an und die nimmt euch das echt übel und attackiert sofort. Sich mit den Wachen zu prügeln ist nochmal eine Ecke schwieriger, als es geht. Auch das kann man schaffen. Hier. Aber kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. So, Breaking Wall. Das heißt, zumindest an dieser Stelle scheint es noch einen Geheimgang zu geben. Müssen wir nur mal sehen, ob uns das auch tatsächlich hilft. Ob wir dann nämlich... Warum hat er hier keinen... Ah doch, hier unten jetzt. Kein Fortschrittsbalken, wollte ich schon sagen. So, einmal noch und dann müssen wir da reinkommen können. Und da sehen wir schon eine Truhe. Ich hoffe, da ist was drin. Und das macht's interessant. Deswegen kann sich der Dungeon unter Umständen auch schon wirklich lohnen. Wenn man da wirklich, wenn man den in der Stunde dreimal macht oder so, hat man halt ruckzuck über 10.000 Gold zusammen gefarmt. Aber Langschwert kann man dann schön verkaufen. Und jetzt muss man nur mal schauen, sehr schade, dass der andere nicht aktiv war, der andere Geheimgang. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall auch die Kobolde platt machen, damit sich das auch richtig lohnt. Habe ich diesen Auto-Attack schon wieder aus? Ja, sag mal. So. Ah, manchmal muss man da wieder um die Ecke laufen, weil die nicht mitlaufen. So, das heißt, die immer killen, weil 8 Gold und der Rusty Hammer, der kann unter Umständen, kann man den auch mal für ein bisschen was verkaufen. In den restlichen Zellen ist meines
Wissens nach nichts. Aber hier geht's weiter. Hier noch was? Nee. So, aber hier, da sieht man es nochmal. Hier ist nochmal ein Geheimgang. Naja, und da finde ich auch einen Knopf, den ich drücken kann. So, jetzt gehen wir nochmal kurz, ganz kurz hier rein. Hier sind nämlich auch nochmal Gegner. Und hier ist der Prisoner. Der hing hier oben mal in so einem Käfig. Da ist noch ein Slime. Und war dann der Gefangene, aber offensichtlich gibt es die Quest nicht mehr. So, hier ist noch eine Truhe. In der Regel ist es eine, die uns angreift. Genau. Und die ist gar nicht mal so schwach. Ah ja. Offensichtlich war ich noch viel schlechter, als ich das letzte Mal gespielt habe. Inzwischen ist es jetzt doch nicht mehr so herausfordernd. Da haben wir zumindest auch schon mal wieder nochmal 25 Gold. So. Und hier, wenn ihr schon hier seid, ne, achtet auf die Sachen, die hier rumstehen. Die könnt ihr ruhig nehmen, um mal was zu dekorieren, für euer Haus zu dekorieren. So, und hier wird es interessant, ne? Eine schöne Handaxt, ein Langschwert und nochmal ein Warhammer. Das gibt auf jeden Fall Geld. Das hier, die lohnen sich nicht und die könnt ihr aber auch nicht verkaufen beim Händler, wenn ich das richtig weiß. So, aber hier was, sowas zum Beispiel, ne? So kleine Fläschchen. Ich habe da jetzt schon einige in meiner Bank. Ich muss die jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Metal Scrap nehmen wir natürlich auch mit. So. Genau. Und das könnt ihr dann auch mitnehmen und euch damit ein bisschen ausstatten. Das ist eigentlich ganz schön. So. Jetzt sind wir bei ihm. Er hat aber meines Wissens nach auch keine Quest für mich. Okay, also der wird tatsächlich seine Ruhe haben, alles klar. Aber trotzdem können wir natürlich die Sachen hier mitnehmen. Und er hat, genau, er hat einmal einen Dagger, den sackt man natürlich ein. Und hier einen Teppich, den nehmen wir auch mit. Und Silver Candlesticks, das können wir alles fürs Haus gebrauchen. Ansonsten gibt es hier natürlich auch Bücher, die ich jetzt mal nicht mitnehmen werde. Und die Scale, die Waage, die habe ich schon. Die habe ich mir schon ge. Die habe ich schon. So. Okay. Gut. Und dann gehen wir. Dann gehen wir, dann gehen wir, dann gehen wir. So. Und jetzt schauen wir einmal ganz fix. Hier geht's raus. Genau. Jo, das ist der kleine Dungeon. Wenn man, wie gesagt, nicht viel Ausrüstung, keine starke Ausrüstung hat, aber Geld machen will, ist das eine gute Gelegenheit. Wir gehen jetzt nämlich noch kurz zum Händler und werden das Ganze verkaufen. Und da wird durchaus was rumkommen. Was hatten wir, bevor wir damit gestartet sind? 4600 oder so in der Richtung. Wir haben jetzt insgesamt an Geld haben wir so um die geschätzt um die 50 jetzt erstmal eingenommen. Da waren 25 von der Truhe. Ja, könnten mehr als 50 gewesen sein, sagen wir mal so um die 60.
Also, wir haben also 5034. Waren es dann etwa sogar vielleicht über 100, die wir da eingesammelt haben? Das könnte sein. Ich dachte, wir wären bei 4800 irgendwas gewesen vorher. Vielleicht waren es 4900. So. Und jetzt verkaufen wir unseren Krempel. So. Ja, wie? Aber bei kennt er oder was? Sell nicht. So, sell from inventory. So, den Dagger. Den verkaufen wir. Die Handaxt verkaufen wir. Die Langschwerter. Natürlich auch alles gutes Zeug, ne? Naja, nicht wirklich gut. Aber macht 300. So. Und wir haben noch ein paar anderes cooles Zeugs gefunden. Und ganz ehrlich, für so einen Rush, weil man den gut timet, braucht man etwa 10 bis 12 Minuten. Das heißt, man kann den locker 5 Mal in einer Stunde machen. Und ja, mehrere tausend pro Stunde, die man sich da verdient, sind auf jeden Fall drin. Deswegen war es mir eine Freude, euch The Clink zu zeigen und hoffe, ihr könnt diesen Mini-Dungeon für euch nutzen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Macht es gut!